Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und die Superstellung Wünsche, beziehungsweise um es besser zu sagen, in Preise, sind nun online im globalen und japanischen Dokkan Battle. Wir werden uns gleich alle Preise genauer ansehen, was wir denn von Superstellung bekommen haben, beziehungsweise bekommen werden. Aber um es vorauszusagen, was meine ich denn mit Preisen genau? Denn ich habe euch ja von vornherein gesagt, dass das ganze Einsammeln rund um die Super Dragon Balls aus den Raids rein provisorisch ist, als Checkpoint sozusagen, wenn wir eine Mission erfüllt haben und ich deswegen davon nicht ausging, dass wir Superstellung ähnlich wie Purunga beschwören werden im Spiel. Ich aber trotzdem gute Dinge war, dass wir in irgendeiner Interaktion haben werden mit Superstellung. Im Endeffekt, um es kurz zu sagen, werden wir Superstellung nicht beschwören können, haben dennoch Preise bekommen. Deswegen setzen wir uns hier auf Preise fest statt Wünsche, weil wir quasi ihn nicht beschwören haben und was wünschen könnten, aber es kommt wirklich gleich und ähnlich, wie als hätten wir Wünsche bekommen, denn die Preise sind wirklich sehr, sehr gut. Ihr bekommt die ganzen Preise, wenn ihr euch einloggt, ihr müsst einfach nur einloggen, sie werden nacheinander verteilt, heißt eventuell haben manche von euch es noch nicht bekommen, wenn ihr das Video seht, oder auch schon alle, sie werden im Endeffekt nacheinander verteilt und jeder wird sie früher oder später bekommen. Und zwar sind das folgende Preise, die wir von Superstellung bekommen. Es sind 50 Dragon Stones, 3 Herkul-Statuen, Diamant, Platin, Turtle Shell, Training-Items 10 Stück von jedem Typus, Gravity Chamber, Trainingslocation 10 Stück, Awakening-Medaillen bis zu 679 Stück, total, Incredible Hourglass, also die Reverse-Medaillen, Sand und Medaillen 7 Stück und bis zu 5550 Potential Orbs von jedem Typus und zwar natürlich dann geteilt hier in 800 jeweils S-Orbs, 280 M-Orbs und L-Orbs 30 von jedem Typus. Und um es so zu sagen, ihr geht wie gesagt einfach nur rein, loggt euch ein und bekommt dann die Preise. Ich sammle sie hier mal ein an der Stelle. Ich finde die Preise wirklich gut, denn wenn ihr das mal im direkten Vergleich mit Purunga, dann sollte eigentlich Superstellung bessere Preise bzw. Wünsche uns liefern. Und das hat er auch. Bei Purunga könnten wir uns 3 aus einer guten Auswahl aussuchen. Von Superstellung bekommen wir quasi von jedem ein bisschen was, ich will nicht sagen, wenn nicht sogar mehr, weil ich die ganzen Zahlen nicht hatte, aber wir bekommen von jedem wirklich eine gute Anzahl. Was meine ich mit von jedem? Wir bekommen sehr viele Preise, wie wir gerade gesehen haben, sei es Herkul-Statuen, Awakening-Training-Items und zusätzlich noch, was bei Purunga nicht gab und ich mir deswegen vorstellen könnte, dass eben Superstellung diesen Part übernommen hat. 50 Dragonstones, wie ihr es gesehen habt, Freunde, deswegen loggt euch ein, holt euch das Ganze aus Superstellung. Man kann ja auf jeden Fall sich nicht beschweren, denn letzte Zeit haben wir sehr, sehr viel bekommen in Dokkan Battle selbst. Und ihr müsst auch so denken, das sind ja nicht nur die Wünsche bzw. Preise, die wir jetzt heute bekommen haben, sondern der Weg dahin haben wir auch sehr viel bekommen. Zum Beispiel durch das Einsammeln der Super Dragon Balls selbst. Da haben wir jeweils immer gut Stones bekommen. Ich glaube, das waren im Endeffekt 40 bis 50 Stones. Dann haben wir hier noch Platz 1 gechartet im Spiel. Haben wir nochmal 50 Stones bekommen und jetzt nochmal 50 Stones und dann noch quasi durch die ganzen, in der letzten Woche, wo wir quasi jeden Tag 10 Dragonstones uns einfarmen konnten, haben wir dann nochmal 70 Dragonstones bekommen, also knapp mindestens 200 Dragonstones in den letzten 7 Tagen, wenn ich das so sagen darf, haben wir bekommen, deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr gut an sich, finde ich auch wirklich sehr gut, was hier Dokkan Battle an der Stelle macht, wir bekommen wirklich sehr, sehr gute Sachen, sehr, sehr free stuff, auch free-to-play freundlich, vor allem was Dragonstones anbelangt und an sich auch ingame Währungen etc. etc. Anyway, Freunde, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Wünschen haltet. Ich bin auf jeden Fall, beziehungsweise um es besser zu sagen, ihr merkt es schon, Preise, denn wir konnten ja Superstellung nicht beschwören, uns was wünschen, aber es kommt denen wirklich gleich. Wir konnten ihn nur nicht beschwören, haben aber dafür wirklich, hands down, gute Preise bekommen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Seid ihr zufrieden? Falls ihr noch zusammen werdet, da ein One Last Multi raushaut, wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich wollte euch das Ganze wissen lassen rund um Superstellung. Es ist somit online und dementsprechend wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.